Bei Sternzeit 48315,6 wurde die USS Voyager unserer Kontrolle entrissen und 70.000 Lichtjahre durch die Galaxie in den Delta-Quadranten transportiert. Von dort begannen wir unsere 70-jährige Heimreise ohne jegliche Hilfe der Sternenflotte. In zahlreichen Begegnungen haben wir viele gefährliche und gewalttätige Spezies kennengelernt. Da wir nur über eine begrenzte Crew ohne die Chance einer Verstärkung verfügten, beschlossen wir, ein Spezialteam einzurichten, um gefährlicheren Situationen zu begegnen. Tuvok, der Sicherheitschef der Voyager, sammelte eine Eliteeinheit um sich, die das Hazard-Team genannt wurde. Fenrich Monroe ist stellvertretender Kommandant dieses Teams. Ausgerüstet mit Seven of Nines experimenteller Anti-Borg-Waffe, dem Unendlichkeitsmodulator, hat sich das Hazard-Team in einer gefährlichen Mission in einen Borg-Kubus gebeamt. Sie wurden jedoch schnell überwältigt. Der U-Mod ist nun in den Händen der Borg. Monroe ist abgeschnitten von den anderen und versucht nun verzweifelt, das Team zu retten. Monroe an Tuvok. Ich bin vom Rest des Hazard-Teams abgeschnitten. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Mr. Monroe, wir haben die Lebenssignale Ihrer Mannschaftskameraden isoliert. Sie scheinen in der tertiären Energiemodulationskammer gefangen zu sein. Retten Sie sie um jeden Preis. Verstanden. Tertiäre was? Yo, moin, Leflüt und heule Beland, Ratten und Rättchen. Und herzlich willkommen zu Let's Play Star Trek Elite Force. Und Tuvok redet mir natürlich mitten rein. So, mit mir dabei ist der Valvorik. Servus und hallo. Und wir sind jetzt hier auf einem Borg-Kubus. Genau. Sind abgeschnitten vom Außenteam. Genau, müssen uns alleine durchkämpfen. Also der typische John McClane-Fall. Stirb langsam. Ich sterbe im Borg-Kubus. Also wir haben uns dazu entschieden, mal so einen Klassiker aus Star Trek zu nehmen, auch wenn es, ich glaube, so ziemlich der einzige richtige Ego-Shooter ist. Aus dem Genre. Ja, ja. Den ich kenne zumindest. Ja. Es gibt natürlich noch einen zweiten Teil. Elite Force 2 halt. Selbes Genre, aber eben halt, das zähle ich jetzt mal nicht so als zwei verschiedene Spiele. Das Spiel ist aus 2000 ungefähr, 99, 2000. Aus 2000, habe ich gerade nachgeguckt. Ja. September 2000. habe ich auch gleich ziemlich zu Release gleich gespielt. Ja, bei mir ging es erst später los. Ich hatte meinen ersten PC erst, glaube ich, 2002, 2003. Okay. Dann ging es mit Ando los und dann die ersten Star Trek Spiele Armada und auch Elite Force relativ schnell dann. Mhm. Ja, daher. Bei mir war auch Elite Force, hat mir sehr gut gefallen. Habe ich auf einem Rutsch gleich durchgespielt damals. Mhm. Und bei dem zweiten Teil habe ich relativ schnell die Lust verloren. Ich glaube beim Tutorial oder so, das war dann zu geradlinig und man konnte keine Objekte zerstören und sowas. Wird da nur vielleicht eh noch demonstrieren. Da genau. Kann man halt auch schön die Umgebung quasi demolieren und man hat nicht so geradlinige Schlauchlevels. Also man hat ein bisschen Freiheit. Das finde ich da ganz nice. Genau, was wir dann auch später mal testen werden, das Expansion Pack ist nämlich auch mit installiert. Da kannst du dich nämlich frei auf der Voyager bewegen. Das machen wir dann aber, sobald wir das die Hauptstoryline durch haben, weil das sind so Mini-Quests, die aber mit dieser Hauptstory, die wir jetzt hier durchleben, dann nichts zu tun hat. Das werden wir dann mal nachträglich machen. Für alle diejenigen, die jetzt vielleicht keinen Star Trek kennen und sich wundern, sag mal, ihr steht hier vor Gegnern oder die Gegner laufen um euch herum und die tun euch nichts, das ist schon richtig so. Das ist jetzt nicht daran, dass wir hier cheaten oder so. Die Borg, die ignorieren einen, solange man nicht schießt. Das vielleicht nochmal für alle Nicht-Trekkies da draußen. Wobei, soll es nicht doch richtiger sein, wenn man die Waffe unten hat, dass sie dann ignorieren? Eigentlich weil ja. Beim achten Teil war es ja auch so, dass man die Waffe tunlichst nicht auf sie ziehen sollte, auf sie richten sollte. Ja, aber hier reagieren sie ja. Du kannst die Waffe halt hier nicht wegstecken in diesem Spiel. Ich glaube, im zweiten Teil kannst du den Tricorder rausnehmen. Regenerierungsmode. Ja, also, aber wenn du zum Beispiel den hier nehmen. Achso, die stehen gerade alle drin, ne? Läuft nicht einer hier rum? Vorhin lief hier noch einer. Hat sich vielleicht auch schon zur Ruhe gesetzt. Ja, Schlafmodus. das sind die Alkoven. Alkoven, ne? Das ist richtig, ja, glaube ich, ja. Genau. Da gehen die Borg halt rein. Sind mit einem gemeinsamen Nexus verbunden.
Genau, und finden sich. Regenerieren sich quasi. Genau. Und sobald wir jetzt, also wenn wir hier drauf schießen würden, wird es wahrscheinlich noch gehen, genau. Ja. Vielleicht da, auch. Da auch. Sobald ich ihn hier, ihr seht ja, wechselt der Cursor oder das Zielfenster da auf rot, dann würde er natürlich reagieren und auf uns zulaufen, gemeinsam mit allen anderen. Ähnliches gilt ironischerweise für diese gelb markierten. Also sobald ich diese Konsolen hier angreife, würden die auch auf uns losgehen. Das werden wir gleich mal testen. Einfach zur Demonstration. Die Verteilerknoten. Die müssen wir für die Mission jetzt zerstören, damit diese Kraftfelder. Grieselige hier weggeht. Das Kraftfeld, genau. Genau. Das schaltet allerdings nicht nur das Kraftfeld aus. Das Grizzlyfeld. Da schaltet allerdings nicht nur das Kraftfeld aus, sondern auch die Borg in einem gewissen Sektor. Also quasi in diesem Block und den Nachbarblock. Das explodiert dann ganz schön, wenn man da drauf schießt. Genau. Das ist ein schönes Feuerwerk. Das kam, glaube ich, auch bei Next Generation vor, wo sie diese ein Doppelfolge, das glaube ich, da haben sie, glaube ich, diese Idee zumindest geklaut. Kommt ziemlich bekannt zumindest daher vor. Könnte sein. Aber TNG ist mehr so deins, das. Die mit Loa, die Folge? Nee, die, wo Picard assimiliert wird. Ah, Wo sie dann irgendwie reingehen und diese Dinger zerschießen, um das Schiff halt langsam zu machen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie die heißen, also ich bin nur stark der Meinung, dass das halt die Dinger waren, aber okay. Könnte sein. Gut, als Demonstration. Ihr seht, jetzt kommen sie auf uns zu. Dieses Rote ist quasi das Ziel, Fernrohr von denen. Genau, ja, das ist hier an deren Auge. Die stehen jetzt halt alle stromlos da unter diesen Verteilerknoten. Die schießen auch nicht auf uns. Also es sind keine Gegner, die schießen. Das klingt jetzt vielleicht harmlos, weil man ja quasi weglaufen könnte. Eigentlich sind sie A, relativ schnell. Und B, sobald sie einen berühren, werden wir halt assimiliert. Das Gute an diesen Borg ist, dass sich die nicht anpassen, wie es die richtigen Borg normalerweise machen, wenn man da mehrfach mit dem Phaser drauf schießt. Nein. Stellen sich die irgendwann drauf ein. Aber ich glaube, hier auch schon. Wie wir vorher da durchgegangen sind, da durch das Level, die haben sich, siehst du da, die fallen alle schön auseinander. Sobald du diese Verteilerkasten zerschießt, können sie keine Signale mehr senden. Wenn du auf Borg triffst, okay, die keine Verteiler, also diesen Knoten haben, und du beschießt sie, die ersten kannst du damit zwar abschießen, allerdings wenn du im selben Sektor auf ähnliche stößt, die haben sich dann angepasst. Das werden wir garantiert auch noch hier erleben, weil es im Prinzip die ersten zwei, drei Räume haben, diese Kästen hier. Also das hier ist übrigens dann auch ein massiver Punkt im weiteren Spiel, dann eben Waffen zu finden, worauf sich die Borg dann nicht anpassen können. Genau. Ist dann auch eine schöne Waffe. Es hat auch jede Waffe hat zwei Modi, also der Phaser hat einmal den normalen Strahl, das ist mal zum Vergleich hier der normale, und das ist der Advanced-Strahl. dann gibt es hier noch Plasma-Filter oder andere Gegenstände, so wie Fässer oder so, wo man drauf schießt, dann zerstören die halt oder machen einen größeren Umgebungsschaden, je nachdem wie groß die Dinger sind. Und was du ja gesagt hast, die zerstörbare Umgebung halt, war halt damals wirklich Kult, glaube ich. Einfach Gegenstände im Spiel zu haben, die einfach nur zum Kaputtschießen waren. Ja. Man muss ja bedenken, das ist jetzt 14, 15 Jahre her, also 15 zumindest, wenn die Entwicklung mit einberechnet wird mal. Manche Dinge seht ihr, die sind dann halt nicht zerstörbar, wie der Arno jetzt da geschossen hat gegen die Wand, so, das ist schon wieder verheilt. Also das ist nach einer Zeit lang quasi weg. Genau, also diese Effekte hier, die sind zeitlich begrenzt. Wenn wir jetzt hier ein paar Sekunden drüber reden werden, wird dieser Effekt auch weggehen. Beim zweiten Teil war es. Genau. Zack und weg ist er. Beim zweiten Teil ist es, glaube ich, so, je weiter du oder je mehr Flecken du verursachst an der Wand, am Ende löst sich dann die Kette auf. Da kannst du nur eine gewisse Anzahl an Partikeln an die Wand. Ich glaube, das ist beim ersten auch so. Ja? Oh, Tatsache. Ja. Stimmt, da löst sich die Kette genau dahinter auf. Ja, okay. Gut. Unten rechts seht ihr übrigens unsere Waffenenergie. Die vom Phaser. Ja. Der Phaser ist quasi wie auch bei The Fallen.
sofern wir das dann jemals bis dahin veröffentlicht haben, bevor diese Folge rauskommt. unendlich, während hingegen alle anderen Gewehre und was wir später noch haben werden, Granatwerfer und so weiter, gewisse Munition brauchen. Lebenserhaltung und Waffenenergie gibt es gewisse Terminals hier. Also es ist noch ein Spiel, bevor es dieses, man wird angeschossen und man heilt sich automatisch nach 10 Sekunden Spielprinzip aufkam. Man muss halt ja, aushalten. Genau, die Lebensenergie seht ihr unten links. Genau. Da wäre noch auf 100. Genau, das Orange ist die Lebensenergie und das andere ist, soweit ich weiß, die Panzerung. Okay, die das wird gerade nicht mit übertragen bei mir. Ja, aber in der Aufnahme ist es da drin. Das ist dieses Lilane. Ich sehe es selbst gerade auch nicht, weil wir spielen es im Fenstermodus wegen der Bildschirmübertragung. Mhm. Das ist bei mir auch hinter der Taskleiste übersteckt. Man kann nur rätseln, weil es sich voll und man sich daneben in der Park ein bisschen abnimmt. Also tendenziell verliert man eigentlich auch eher das Leben als die Panzerung, weil die Panzerung ist halt einfach nur der Anzug, den man trägt und der, glaube ich, bei so Strahlungsdingern und so schützt und zum Beispiel eine Mission auf der Voyager später lautet, repariert den Warp-Kern tritt eine Strahlung aus, dann trägst du einen Helm oder so. Dann nimmt der Anzug Schaden, du selbst allerdings erstmal nicht. Das ist eine zusätzliche Lebensenergie, kann man sich das vorstellen. Erst wenn die Panzerung aufgebraucht ist, dann kriegt man auch Schaden, wenn das Leben betrifft. Genau. Ja, was der hier macht, der demontiert hier, repariert Massage. Hier. ja, ich weiß nicht, ob diese dünne Nadel davon eine Massage ist, aber das dem so gut tut. Boah, ganz zu. Weißt du, aus dem. Dann genau ins Auge geleuchtet. Zack, jetzt weißt du auch, warum die alle hier so ein Ding schon tragen. Die haben sich alle schon versehentlich mal ins Auge geschossen. Die Laserpointer? Genau. So sieht's aus, wenn sie sich da reinstellen. Also, ich mache das jetzt hier mal die ersten Level, weil die jetzt relativ, ich sag mal, unkompliziert sind, wo wir viel erklären können. Später wird's dann in den. Wenn wir gerade gegen die anderen Aliens losgehen, etwas komplizierter. Ja, gibt es noch irgendwas zu erklären? Ich glaube, im Prinzip dasselbe wie vorhin. Verteilerknoten. Das, was ihr hier seht, hinterm Anno, das war so eine Tür, da kommt man aber nicht durch. Genau, da kann man nur durchgucken. Das ist so die Vorahnung, wo wir gleich draufstoßen werden. Aus Erfahrung, weil ich jetzt das letzten Tage so oft getestet habe für die Aufnahme, weiß ich, wir kommen da oben raus. Ihr könnt euch ja schon mal erahnen, was aus dieser halb kaputten Klappe da oben und diesem Borg da wird. Aber mehr sage ich jetzt mal nicht. Spoiler! Ja, ich werde natürlich nicht mehr spoilern. Also, es ist natürlich klar, dass wir jetzt nicht das Spiel komplett blind spielen können. Ah, es ist 14 Jahre alt. Die Hardcore-Trackies kennen es eh wahrscheinlich schon. Du auch, du hast es selbst gespielt. Aber wir werden es so langsam und erklärreich wie nur möglich präsentieren und hier nicht so eine Art Walkthrough draus machen. Hier sieht man nochmal den Borg. Von der anderen Seite halt aus. Von da oben werden wir dann halt kommen. Und ihr seht, die Borg tun eigentlich wirklich einem so lange nichts, wie man nicht auf die schießt oder die Konsolen anschießt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Konsole hier abschießen würde, würde er sauer werden. Ist meine Konsole kaputt gemacht? Was soll das? Aber da ist es wirklich noch einfacher, weil der müsste ich ja eigentlich anpassen mit der Zeit. Der wird ich hier in dem Tutorial quasi noch nicht. Hier wird auch noch nicht wirklich viel passieren. Aber sobald wir gleich unten sind, werden wir es wahrscheinlich eher gewahr. Es also gibt auch so kleine Joffelsröhren, wie wir gerade sehen. Genau. Ein bisschen. Wo wir uns halt einfach ein bisschen besser bewegen können, ohne dass uns gleich die Borg entdecken. Das Gitter können wir gleich wegschießen. Genau. Wer hätte es geahnt? Über Steinschere, Papier, großes, schweres Metallgegenstand zerstört Borg. Und dieses Gegenstände kaputt machen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe das irgendwie schon fast immer als Kult empfunden. So viel wie möglich Gegenstände. Es bringt natürlich alles, was geht. Es bringt keine Bonuspunkte oder sowas, aber es war damals, ich meine, im Vergleich zu heute natürlich. Schnappen Sie sich den U-Mod. Er liegt dort auf dem Tisch. Schon fast lachhaft. Ich meine, da gibt's Spiele, da kannst du jeden Gegenstand zerstören, von Bäumen, Zäunen, Gebäuden, über alles, ja. Aber das, ich meine, das waren damals die Anfänge bei solchen Spielen. Ja. Einfach cool, dass es ging. Genau. Gibt dann so ein bisschen mehr Freiheit, auch wenn es eigentlich idiotisch ist, aber
Schon eine coole Sache. Da sehen wir schon das erste Crewmitglied, was gefangen ist. Genau. Beastman oder so? Ja, ich glaube Beastman, ja. Der war, glaube ich, eher der aufbrausende Typ. Ja, der war halt immer der Cowboy-mäßige. Erst draufschlagen, draufschießen und dann fragen oder so. Genau. Und was ich vorher erwähnt habe, die Waffe, die dem Borg nichts anhaben kann, die befindet sich hier. Und wird gerade analysiert auf dem Pult. Genau. Das ist jetzt Seven of Nine entwickelt, wie er in der Intro erwähnt wurde. Die Borg versuchen, die jetzt zu analysieren. Also, der da. Und ja, prinzipiell tut er einem hier zu einem so lange nichts, wie wir ihn nicht stören, aber wir werden ihn jetzt mal stören. Schon aus, als würde der Tetris spielen. Ja, es ist ein kompliziertes Tetris. Genau, dann schnappen wir uns den U-Mod. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war mit dem Teamkameraden. Muss der überleben? Ja und nein. Okay. Also, alles klar. Ja, ich weiß, was du meinst. Also es gibt welche, die müssen überleben und es gibt welche, die müssen nicht überleben. Was ein Gimmick ist, ich werde versuchen mal im Laufe der Aufnahmen, es gibt verschiedene Easter Eggs im Spiel. Zum Beispiel könnten wir ihn jetzt hier abschießen. Ja. Dann könnten wir vielleicht noch maximal bis um die Ecke laufen und dann würden wir aus Selbstverzweiflung aufgeben. Und dann kommt da unten, dann kriegst du so eine Auflistung mit Ereignissen, die Stern toleriert ihr Verhalten nicht oder irgendwie sowas. Und dann der Charakter in sich zusammenbricht, die Hände vom Kopf schüttelt und so, nein, das habe ich getan, oh Gott, Selbstverzweiflung. Oder wenn du zum Beispiel Befehle auf der... Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das habe ich nie ausprobiert. Wenn du zum Beispiel auf der Voyager bist und du ignorierst einen Befehl von Janeway oder Tuvok oder so weiter über längere Zeit hinweg, dann wirst du ins Arrest gepackt. Ja, das habe ich gern gemacht. Ich bin gern herumgelaufen und habe einfach mal drauf ignoriert, was die Janeway gesagt hat. Ja. Wenn du es zu lange machst, dann steckt du wirklich in den Knast. Ja, red du nur. Ich schaue so hell, so lange mein Schiff an. Danke, Monroe. Bringe Odell zurück zum Schiff. Wie er grinst. Zum Beispiel dieses hier, wenn man nicht einspringt und hilft. Habe ich jetzt in den Probeaufnahmen, also dieses erste Level kenne ich mittlerweile schon ziemlich auswendig, weil alle da draußen mal, nicht dass ihr euch wundert hier. Wenn man denen nicht hilft, die können auch sterben. Dann hätte es diese Zwischensequenz mit Danke Monroe und wir beamen uns mal rüber nicht gegeben. Die zwei wären dann einfach tot gewesen. Mhm. Wenn man da hinten steht und zuguckt. Genauso kann der auch schon im Raum nebenan draufgehen, wenn man ihm nicht hilft gegen die Borg. Weil wenn er nur mit seinem Kompressionsgewehr auf die Borg schießt, hat sich spätestens der letzte angepasst und das Gewehr nutzt ihm nichts mehr. Also draufgehen ist da relativ. Genau. Aber das sind jetzt halt Nebencharaktere. Aber genau. So, hier gibt's nochmal Lebenserhaltung, aber wir haben 100 von 100. Mhm. Daher. Also bei den Pendels kann man sich quasi immer so regenerieren. Genau. Die gelben oder orange-gelben sind für Leben und die blauen sind für die Waffenenergie. Gibt's auch welche für die Schilde? Weiß ich nicht. Also hier jetzt mal das Beispiel, jetzt haben sie sich angepasst. Mhm. Das ist das Tolle an dem U-Mod, den wir gerade benutzen, da geht das eben nicht. Genau. Also die haben sie zu wenig gut analysiert. Der eine Typ, den wir vorher gesehen haben, der hat lieber Tetris gespielt. Und jetzt sind sie machtlos gegen die Waffe. Genau. Die passen sie halt an die Waffenenergiefrequenz oder wie sie es auch immer nennt, der Waffe an, bauen dann ein Schutzschild um sich herum auf und die Waffe ist dann quasi komplett nutzlos. So, er steht jetzt hier und wartet darauf, dass wir das blaue Kraftfeld mal deaktivieren. Wenn ich einen U-Mod hätte, würde ich mitkommen. Aber was sage ich? Ich bleibe besser hier und halte die Stellung. Realisieren sich wieder welche, die haben sich natürlich auch angepasst. Genau, also selbst der normale Phaser ist jetzt schon nutzlos. Und auch bei dem U-Mod gibt es quasi eine Sekundärfunktion. Genau. Also der normale Feuermodus. Wenn Sie in 5 Minuten nicht zurück sind, werde ich Ihnen. Aber verbraucht eben alles Waffenenergie. Ja, ich habe jetzt gerade nur gepausiert wegen der Zwischensprache von dem Beastman oben. Oh.
Das ist also gemein, dass das gar nicht angezeigt wird, weil ich höre eben die Musik nicht und ich dachte, dass eigentlich oben links immer so ein Symbol kommt, wenn jemand redet. Ja, es kommt, wenn sie, glaube ich, über Kommunikator richtig reden, aber der hat jetzt halt nur normal gesprochen, weil theoretisch kann er uns hier zurufen, weil der steht da oben. Mhm. Da oben ist dieses blaue Kraftfeld. Und da so. Schieß ihn ruhig ab, ich hab den nie mögen. Das klingt so, als hätte er Bekanntschaft gemacht gehabt mit dem Borg. Ja. Headshot. Ich finde es auch echt gut gemacht. Also werden wir noch in den späteren Levels dann sehen. Also gerade die Gegner haben eine coole Mache, also gefallen mir sehr gut. Und auch die Schiffe, auf denen die sind, oder die Planeten, die wir dann besuchen werden, die sind echt atmosphärisch. Ja, und vor allen Dingen auch richtig Star Trek-mäßig aufgemacht. Gerade die, auch die Voyager, sehr gut nachdesignt, finde ich. Mhm. Ja. Und die Alien-Schiffe halt auch wirklich. Also man hat sich mal Mühe gegeben, nicht irgendwie so eine 0815-Kulisse. Also Borgwürfel sehen natürlich jetzt auch nicht so kantig aus wie jetzt hier zwar, aber es ist trotzdem sehr gut nachempfunden. Mhm. Fast ein bisschen zu wenig grün in meiner Verhältnisse. Normalerweise haben die Borg halt mehr von diesen gerade auch flackernden Lichtern, aber ich glaube, das ging damals noch nicht. Diese grünen, diese. Ich kann nur das Geräusch jetzt nachmachen. Und habt ihr auch gerade gesehen, wir entern quasi das neue Level. Da gibt es dann so einen eigenen Ladebildschirm dafür. Genau. Dass wir hier quasi richtig sind und dass es von nun an hier weitergeht. Du kannst gleich wieder in U-Mode einschalten, oder? Weil die werden sich wieder angepasst haben. Ja, das war aber. Wie gesagt, ich kenne das jetzt Level halt leider. Dieses eine Level. Die Nachfolgen, ich schwöre, das kenne ich nicht mehr. Weil die ganzen Aufnahmen deshalb so lange liefen. Nur 3 Tage. Du alter Offscreen-Spieler. La. Darf ich mir eben anhören. Schön, 2 mit einem Schuss zerstört. Die tanzen so schön. Ja. Könnten wir auch was unterlegen. Everybody dance now. Stimmt, oder so ein Endlichkeitsmodus. Ja. Sehr schön demonstriert. Genau. Die lösen sich quasi auf, aber ich weiß nicht, was mit denen passiert dann eigentlich. Sind sie vaporisiert worden, oder? Also, als Fan kann man sich natürlich so viel reininterpretieren. Normalerweise ein toter Borg wird von dem Borg eingesammelt und komplett demontiert zur Verwendung seiner Teile für andere Borg. Ja. In dem Spiel... Normalerweise nicht. Normalerweise, also... In dem Spiel, nee, nicht in dem Spiel, in dieser Doppelfolge aus TNG, beamt ein zweiter Borg aufs Schiff, berührt ihn und dann beamen beide weg. Ja, richtig. Konnten sie natürlich hier schwer machen, weil dann müssten sie theoretisch für jeden Toten einen separaten herbeamen. Da könntest du sie ja hier ewig verbringen, um alle abzuschießen. Massenmetzlerei. Ja. Alles klar. So, wir haben übrigens auch ein... Mache ich vielleicht mal aus dieser Entfernung, wo man schwer ziehen kann, weil ja irgendwie auch noch so eine Schutzwand ist. So ein Fernzielrohr, das man verwenden kann. Oh, der hat sich ja angepasst. Moment. Der Blick war gut, ey. Da können wir den Aufzug holen mit dieser Schaltform. Jetzt begeben wir uns eine Etage nach oben. Genau. Durch die Aufzüge kann man auch sterben. Schon festgestellt. Ja. Wenn man unten steht und zermatscht wird. Genau, man kann zerquetscht werden, genau. Das ist natürlich ungünstig, aber naja. Unser koreanischer Freund hat uns gerade noch gerettet, das ist seine letzte Tat, oder? Der beamt sich jetzt aufs Schiff. Beamen Sie sich zurück, Chang. Sie Chang haben ja alles in Ihrer Macht Stehende getan. Und tschüss. Wie wir hier immer wieder allein gelassen werden. Echt?
Wie der geflogen ist. Ja. Jetzt musst du mal eine kleine Springpassage einlegen, oder? Du springst nicht, im Prinzip warten und. Ich hätte das irgendwie komischerweise auch komplizierter in Erinnerung, aber als ich es gestern das erste Mal gemacht habe, dachte ich auch, das wäre ja einfacher als erwartet. Da bin ich auch mal gestorben, weil ich zu knapp auf der anderen Seite gestanden bin und dann wieder zermatscht wurde, als der Aufzug raufgekommen ist. Also. Schon ein paar Tode da in dem Spiel. Und vor allem im Multiplayer gibt es auch einen erstklassigen Multiplayer, ja, der richtig viel Laune gemacht hat. Holo-Match, weil da gibt es halt dann auch die Schauplätze, auf denen wir uns hier befinden, die gibt es dann auch im Multiplayer. Also jetzt nicht 1:1, aber gibt es dann auch ein Borgschiff, es gibt eine Voyager und es gibt eben diverse Planeten, auf denen man sich dann frei bewegen kann und dort quasi schön metzen kann. Man kann entweder gegen die KI spielen oder gegen andere Gegner. Ist dann immer so, wenn, glaube ich, nicht genug richtige Gegner da sind, also genug Menschen, dann werden die Plätze mit KIs aufgefüllt. Und dann kämpfen die. Die kämpfen auch ziemlich gut. Also. Ja, also es können sich Bots, glaube ich, auch unterschiedlich einstellen. Eingehende Transmission. Krappen. Der Flotte holt uns ein Mittagessen. Also, ist ganz gut gemacht, der Multiplayer. Ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist, muss ich sagen. Ich glaube, also wenn dann nicht mehr der richtige. Ja, ja. Weil der richtige lief noch über diese alten Games by Eckhart Server, die es, glaube ich, so gar nicht mehr gibt. Ich weiß, EA hat die mal noch ein paar Monate unterstützt wegen ihren Generals und anderen Geschichten. Also Command & Conquer Geschichten. Aber ich glaube, die sind komplett alle offline mittlerweile. Also wenn, dann gibt es jetzt irgendwelche Fanserver. Wenn oder über LAN-Modus dann. Genau. Über Hamachi oder sonstige. Genau. Aber kriegen wir vielleicht auch noch hin, dass wir den nochmal herzeigen, den Multiplayer? Jo, ich denke mal, so wird es zumindest in LAN, das würde gehen. Genau. Vielleicht das Special. 600 Abo Special. sehen. Ja, hauen wir mal rein. Könntest du auch gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Wie ihr denn Elite Force findet, was ihr gern sehen wollt. Ob ihr überhaupt gefallen hat, die erste Folge. Genau, ob ihr überhaupt Voyager kennt oder ob wir noch mehr zu Voyager erklären müssten. Ja, genau. Weil auch bei dem, sowohl bei dem Special als auch bei Armada habe ich schon öfter mitbekommen, ja, ich kenne das und das, aber nicht das und das. Also es gibt ja so viele verschiedene Star Trek Serien und Filme, dann gibt es welche, die kennen nur die neuen oder kennen nur Next Generation oder nur Voyager oder nur die Originalserie. Da muss man sich dann immer anpassen. Am Borgschiff muss man sich immer anpassen. Ja. Ich dachte immer, ich zerschieße, also wenn ich es sehe, dann zerschieße ich es hier auch irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Gut, da ist jetzt die nächste Zwischensequenz, oder? Genau, ja, die kommt gleich. Sobald ich hier das noch heißt, einen. Wir machen hier dann quasi unseren Cut. Genau, sobald ich hier diese rübergehe, kommt nochmal ein ganz kurzer Ladescreen, dann haben wir noch eine ganz kleine Mission und sobald die dann kommt, würde ich sagen, endet wahrscheinlich auch die erste Folge, weil diese Zwischensequenz geht schon relativ lange. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wo stehen wir zeitlich gerade so ungefähr? Also, die Transmission war nach 25 Minuten der Aufnahmestart. Das heißt, ja, dann fertig mit der Folge. Würde ich sagen, verabschieden wir uns schon mal. Mhm. Wie gesagt, lasst mal einen Kommentar da, ob es euch gefällt. Ob wir noch mehr erklären sollen. Zu den verschiedenen Sachen. Das ist Jell, aber dann sehen wir später ihn nochmal. Verstanden, Fenrich. Sehen Sie, ob Sie die Kontrollkonsole für das Kraftfeld orten können. Tuvok auch. Genau, Tuvok über Funk. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass du mit dabei warst, Valvo. Gerne. Und dann sehen wir uns in der König. In der nächsten Folge wieder. Genau. Lasst uns gerne was da. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat, was ihr gerne hören wollt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. P, seien Sie vorsichtig. Funktioniert nicht. Wir haben keine Zeit für so etwas. Nein, warten Sie nicht! Ich habe es Ihnen gesagt.
Aber was sollte ich denn machen? Mr. Monroe, Ihr taktischer Ansatz war, vielleicht kann man sagen, taktlos. Okay, Hazard-Team, melden Sie sich zur Einsatzbesprechung. Prima gelaufen, Monroe. Sir, wenn ich... Wie hätte ich wissen können, dass die Schaltkonsole explodieren würde? Dieser Punkt ist nicht relevant, Mr. Monroe. Eine gegebene Situation ist nicht immer so vorhersehbar, wie Sie sich das wünschen. Ihre leichtsinnige Entscheidung hat Ihren Tod und den Ihrer Mannschaftskameraden verursacht. Sie haben versagt. Wenn Sie den Standardverfahren des Hazard-Teams gefolgt wären, dann hätten Sie diese Simulation überlebt und Ihre Missionsziele erreichen können. Ja, Sir. Verfahren. Sprechen Sie, Fähnrich. Deck 4. Bei allem Respekt, Sir. Ich denke nicht, dass das Verfahren etwas ausgemacht hätte. Es gab nicht die geringste Möglichkeit, Sie zu retten. Eines Tages, Mr. Monroe, werden Sie auf das Unmögliche stoßen. Betrachten Sie dies als Ihren persönlichen Kobayashi Maru. Alarmstufe Rot! Alle Mann auf Gefechtsstation! Computer, leiten Sie den Turbolift zur Brücke um.